Gut, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Dieses Mal nicht in dieser Aufnahmesession, ist komplett eine neue Aufnahmesession heute. Gestern hatte ich irgendwie nicht mehr so... Ja doch, gestern hatte ich schon Lust. Allerdings war es dann schon 22 Uhr und naja, auch ein Kevin muss ja mal pennen, ne? So, wir sind ja auch immer noch im Rocket-Hauptquartier. Ich suche jetzt mal nach ein paar Rockets, die wir so frei jetzt erledigen können. Die letzten Trainerkämpfe waren ja alle nur Statuen. So, hier ist zum Beispiel ein Forscher. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Tja, verwirren kannst du mich allerdings nicht. Denn wir haben ja schon alle Trainer besiegt. Theodor. So, Theodor Heuss. Na Leute, wer war Theodor Heuss, ne? Geschichtsfrage? Ja, scheiß drauf. Magnetilo, was machen wir denn da bei Magnetilo? Nehmen wir mal, wo ihn genau? Er greift bestimmt mit einer Elektroattacke an. Nein. Wo ihn genau? Okay, du bist jetzt zwar verwirrt, aber kein großes Ding. Denn wenn du es triffst, ist dieses Magnetilo schon so gut wie hin. Aber natürlich, du verletzt dich selber. Aber du hast ja genug KP, wohin genau, du müsstest ja einiges standhalten. So, der Angriff trifft nicht. Mann, geht mit einem Verwirrten, wohin genau zu kämpfen, ist wirklich ätzend, sag ich mal. Aua. Ey, kannst du dich nur selbst verletzen? Oh oh, Ultraschall zieht mehr ab. Spiegelcape, nochmal. Nein, jetzt greift er physisch an. Verdammt, dieses Magnetino macht man wohin genau fertig. Und sich selbst auch ein bisschen. So, Spiegelcape. Jetzt aber Führung hätte nur maximal 5 Runden und die sind jetzt vorbei. So. Warum trifft Spiegelcape nicht? Wahrscheinlich ist Ultraschall keine Spezialattacke. Komm, ich probier's nochmal. Jawohl, jetzt greift er mit Donnerschlag an. Sehr schön. Okay, wohin genau? Ah, jetzt bist du paralysiert, ey. Das ist doch ein Witz, oder? Egal, du triffst immerhin. One-Hit-Kill, bitte! Nein! Okay, ich wechsle jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mit einem Paralysierten wohin genau zu kämpfen. Doch, natürlich. Los, nochmal! Nein, jetzt bist du verwirrt, paralysiert und zu dumm zum Kämpfen. Verdammt. Mann, ich habe wohin genau echt überschätzt. Wohin genau ist scheiße, aber ich wollte ja mal ein anderes Team-Pokémon haben. Ein völlig anderes Team-Pokémon. Die anderen Pokémon waren mir alle irgendwie zu Mainstream. Hab mir schon überlegt, ob ich ein Killer-Pokémon nehme. Wie zum Beispiel Hundemon. Aber Hundemon ist zu Mainstream. Das nimmt ja fast jeder. Feuer-Pokémon und so, ne? Oder was gibt's noch für Mainstream-Pokémon? Austoss. Ja gut, Austoss hatten wir schon mal in einem Let's Play. Magneton. Magneton hätte ich auch gerne reingetan, aber war auch mehr zu Mainstream. Hatte ich allerdings schon mal häufig im Team gehabt. Naja, gut. Flügelschlag! Und Magnetilo ist ausgenockt. So, als nächstes ein weiteres Magnetilo. Ich glaube, das wären die perfekten Gegner für unser Iglava. Iglava soll ja Flammenrad erlernen. Also gut, Iglava. Feuer! Blutattacke oder eine Feuerattacke, einfach nur so gesagt. Übrigens komme ich gerade von der Schule, also von einer Stunde ungefähr war ich noch in der Straßenbahn auf dem Weg nach Hause und habe Pokémon Schwarz 2 gespielt. Da habe ich gegen dieses Schwarz Kyurem gekämpft, aber viel mehr dazu im Pokémon Schwarz 2 Let's Play. Irgendwann mal innerhalb von 5 Jahren oder so. Also gut, Theodor ist down. Ich hab's. Nein, du hast es nicht. Du hast eine Niederlage. So. Hier ist ein Item, ein Megablock. Das heilt, glaube ich. Oh Gott, was kann denn der Megablock nochmal? Ich glaube, der erzeugt einen Weißnebel oder sowas. Egal. Ein Geheimschalter. Betätige ihn. Gut, jetzt, also hier hätten wir eigentlich normalerweise hingehen sollen. Dann hätten wir die Kameras oder die Pokémon-Statuen direkt
deaktivieren können, aber ich wollte halt gegen die kämpfen, gib Pokémon, Kohle und Erfahrungspunkte. So, hier ist noch, hier geht's weiter. Hier ist ein weiterer Rocket. Hehe, bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Wow, ich bin beeindruckt. Fallen. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als Fallen zu platzieren? Ihr Pussys, echte Männer legen nicht Wert auf Fallen, sondern auf die Stärke ihrer Pokémon. Nur Pussys spielen mit Fallen. So, okay, dann setzen wir ihn mal eine Falle, wie bei Yu-Gi-Oh! Oh Mann. So, Ruckzucki und... Oh Gott, das war ja kinderleicht, ey. Das ist doch nichts mehr schön. Dieses Spiel ist für Kleinkinder, die nicht lesen können. So leicht ist das Spiel. Ratzfratz Level 16. Das ist ein Witz. Das ist ein großer Witz. Nein, ich fange jetzt nicht zum Singen an. Und hör auf, mir alles nachzumachen, Ratzfratz. Mein Ruckzuckieb ist besser. Okay, als nächstes ein weiteres Ratzfratz. Ah, muss ich das kommentieren? Nein. Ich glaube, das Let's Play hätte ja als Walkthrough machen sollen oder so. Ich bin gerade ziemlich aufgeschmissen mit dem, was ich sagen soll, denn die Level der gegnerischen Pokémon, die sind unterirdisch. Wow, ein viertes Ratzfratz. Dieser Trainer ist der spannendste Trainer der Welt. Sogar noch spannender ist der mit den Carpadors. Jetzt komm, ruckzuck ist dieses Ratzfratz tot. Gut, das war's schon. Kavum! Wie Kavum? Wilde Pokémon tauchen hier auf, okay? Klingt verlockend. Ich werde gegen alle wilden Pokémon hier antreten. Gebt Erfahrungspunkte. So, Voltoball, hier sollten wir aufpassen, denn Voltoball kann sich selbst in die Luft jagen. Daher wechsle ich zu Alpollo, weil Alpollo immun gegen Attacken sind, die, ja, die sich selbst in die Luft jagen. Habe ich das jetzt richtig formuliert? Nein. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Mensch, du bist aufgeschmissen. Warum setze ich Hypnose ein? Ich habe mal wieder zu wenig Gras genommen, ey. Hätte ich ein bisschen Gras jetzt bei mir gehabt, dann hätte ich das jetzt nicht gemacht. Naja, scheiß drauf. So. Gut, ich wechsle jetzt dazu zu Alpollo. Weil, weil es hier sehr viele Terroristen-Pokémon gibt. Ich sag nur Finale und Explosion. Ich wette, die haben sie von Al-Qaida gekauft, diese Pokémon. Sind so Al-Qaida-Pokémon. Hallo Smogon. Bitte setz Finale ein, damit ersparst du mir 100% der Arbeit. Ja, danke. Seht ihr, er hört sogar auf mich. Gut, hier können wir unser Alpollo gut trainieren. Okay, hier ist nichts mehr. Ich, irgendwie läuft das Spiel bei mir gerade ein bisschen langsamer, weil sich eine Java-Anwendung geöffnet hat. Weg damit. So. Java, ich verfluche dich immer noch. Seit dem Star Wars Let's Play, das verfluche ich dich jeden Tag. Bis jetzt. Auch noch. So, welches Pokémon trägt denn gerade den EP-Teiler Gardos? Ist das, ne? Gut, dann geben wir den EP-Teiler jetzt unserem Evoli. Evoli sollte ja ein paar Erfahrungspunkte noch bekommen. Das ist ein Kleinstein, wie ihr sicherlich gehört habt. Hoffentlich setzt du auch Finale ein. So, bitte Finale. Moment, ich muss mal hier die Attacken verwalten. Spuckball hier an der ersten Stelle.
Nachtnebel ganz unten. So, wir haben die Statusattacken unten und die Angreifer oben. Oder Nachtnebel ist eine Angreiferattacke. Moment, das haben wir gleich. So, jetzt. Spukball! Na komm, Finale! Natürlich Steinwurf. Ahem, du willst mich trollen, richtig? Du willst mich trollen, Kleinstein. Trollstein! So. Gut, die oberste Reihe hätten wir erledigt. Jetzt kommen wir zur zweiten Reihe. Ein Smogon. Aber ihr seht, die Pokémon, die es hier wild gibt, haben ein höheres Level als die Pokémon der Team Rocket Trainer. Da frage ich mich, warum fangen die Rockets die Pokémon nicht einfach? Dann hätten sie viel stärkere Team Pokémon als diesen Müll da wie Ratfratz und Zubat. Naja, egal. Dummheit halt, ne? So, Level 26 für Evoli durch unseren Erfahrungsteiler. Und ein weiteres Pokémon greift uns an. Ein Kleinstein schon wieder. Spukball! Ich mach dich alle. Oder mein Apollo. Wenn ich dich alle machen würde, dann würde ich ja jetzt persönlich ins Spiel rein. Teleportiert werden und dann ihn so in den Arsch treten, obwohl Kleinstein gar keinen Arsch hat. Oh Mann. Meine Witze werden immer flacher und behinderter. Wie deine Mutter im Bett. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich muss es ja jetzt irgendwie unterhalten, weil diese wilden Pokémon-Kämpfe, die sind unerträglich, gebe ich zu, aber egal. So, was habe ich denn gestern gemacht? Ja, gestern habe ich Pokémon aufgenommen. Nee, ja, auch. Heute ist ja Donnerstag auf meine Uhr. Der 18.07.2013. 14.55 Uhr, falls ihr das genau wissen wollt. Und ja. Ein wildes Waterball schon wieder. Gut, reden wir über Pizzas. Keine Ahnung, wie ich auf Pizzas komme. Ich meine, die Pizzas, da gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen, ne? Die werden ja so, manche werden aus, wer will schon über Pizzas reden, ganz ehrlich? Oh Gott, was rede ich denn jetzt für Müll? Ganz ehrlich, wer will schon über Pizzas reden? Jetzt rede ich über RTL, genau. So, RTL, ganz ehrlich. Ich rede sowas von ganz ehrlich nicht über RTL, weil RTL so ganz ehrlich ist, dass es ganz ehrlich für mich so ist, dass RTL ganz ehrlich so ganz ehrliche Sachen macht, die ganz ehrlich für Leute, die ganz ehrlich sind, ganz ehrlich sind. Mann, das ist ein Zungenbrecher. Genau, mach mal ein paar Zungenbrecher. Kennt ihr den schon? Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Oder... Wenn Fritz frittierte Fritten frittiert Fritz frittierte Fritten. Der ist auch geil. Habe ich neulich so erfunden. Einfach so aus Spaß. Kann sein, dass es den schon gibt, aber naja, ich kann kein Copyright-Symbol draufsetzen. Also was kann sich jeder ausdenken. Oder wenn Fliegende Fliegen zum fliegenden Fliegen. Fliegenverein, fuck. Ich weiß den nicht mehr. Irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. Irgendwas mit Fliegen. Ein weiteres Morgan hat ins Gras gebissen. Ey, ich speed jetzt die Kämpfe. Sorry, ich speed es jetzt. Hätte ich schon lange machen sollen. So, damit sparen wir uns eine Menge Zeit. Weil ich will jetzt nicht den ganzen Part da verschwenden, gegen diese paar Pokémon hier anzutreten. Wer bin ich? Ein Noob? Alter! So. Gut, das war's gleich. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. So, das letzte. Ah, perfekt. Ihr seid das Finale ein, wenn wir kein AP mehr haben. Sehr schön. Dankeschön. Voltoball. So, jetzt können wir hier Fotze. Ich hab da was übersehen. Das kann nicht sein. Na komm, setz Finale ein für mich. Ah. Komm, setz dich Fluch ein. Egal.
So, jetzt ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ah, hier muss ich nicht mehr speeden. Alter, da ist noch was. Genampf. Okay, jetzt wechsle ich. Zu Gauros. Na komm, Gauros. Surfer. Zack. So, und ich will hier jetzt nicht doch ein Pokémon sehen. Gut, jetzt haben wir es aber wirklich. So, hallo Siegfried. Na, wie läuft's? Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Gold. Lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Okay. Hey, hier ist ein Item da drüben. Und hier ist ein Item mit Augen. Sehr obszön. Warum obszön? Keine Ahnung. Ich wollte mal Fremdwörter verwenden, die nicht passen. Und hier ist ein Rocket. Du miese kleine Ratte. Was denn? Nein, ich bin keine Ratte. Oder meinst du dein Radfratz da? Was hast du wahrscheinlich besitzt? Ein Blutzock, schon wieder Level 18. Ey, warum so schwach? Ey, ich fühle mich langsam echt verarztet. Ey, komm, ich nehme jetzt was anderes. Ich nehme jetzt da, wohin genau? Confusion. Nein, du verwirrst jetzt mein Wohin genau nicht. Nein, nein, gut. So, und jetzt kann ich nur hoffen, dass du mit einer stärkeren Attacke angreifst, wie zum Beispiel Säure. Nee, Säure kannst du nicht. Komm, Spiegelcape. Nein, keine Gesichte. Erzähl meinem Wohin genau keine Geschichte. Er mag keine Geschichten. Er sagt immer nur genau. Nein, kein Aussetzer. Aussetzer böse. Ey, wohin genau? Mach ihn fertig! Du bist das beste Pokémon, das es gibt! Naja, vielleicht bringt es unser wohin genau erst, wenn wir gegen stärkere Trainer mit besseren Attacken kämpfen. Weil die können ja alle momentan nur Standardattacken wie Konfusion oder sonstigen Müll. Wahrscheinlich so mit Level 55 haben sich die Trainer ja schon wahrscheinlich auf den Attacken-Moveset geeinigt und wie ich die Trainer alle kenne von dem Spiel, haben sie nur Angriffsattacken. Also später werden wir unser Wohin genau besser nutzen können, habe ich das Gefühl. Denn dort wird es dann mehr abgehen, sag ich mal. Was soll das denn? Gesichte bei Evoli? Das funktioniert höchstens bei Apollo. Egal, tschüss. So, jetzt kämpfen wir gegen die miese kleine Ratte, was er da hat. Na komm, ich will die miese kleine Ratte sehen. Nein, seit wann sind Blutzock Ratten? Egal. So, tschüss Blutzock. Friss Blutzock. War nicht so geil. Mann, sogar unser Evoli geht schon ab, ey. Ich glaube, ich wechsle wieder den EP-Teil dazu, wo ihn genau, damit wo ihn genau auch ein bisschen leveln kann. Kann es sein, dass du psychische Probleme hast? Egal. So, jetzt wo ist der EP-Teiler? Den trägt er gerade Evoli, stimmt er? Nehmen. Und dann kriegt er, wo ihn genauer, den EP-Teiler. Voll genau. Jetzt. Gut, ich schaue währenddessen nochmal nach, was der Mega-Block so kann. Keine Statusveränderung für einen Kampf. Ja, das ist ein dauerhafter Weißnebel, wenn man es so... Ne, ein dauerhafter Bodyguard ist das, genau. Ein dauerhafter Bodyguard. So, hier ist ein weiterer Rocket. Die Tür öffnet sich nicht. Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Du bist Team Rocket, sag mir das Passwort, du... Albino! Ich bin begeistert, ein Golbat! Endlich mal ein Golbat! Im letzten Bad. Zubat, Zubat, Zubat! Und jetzt Golbat! Na komm, da muss ich keine Hypnose einsetzen. Ich meine, das hat nur Level 18. Das kann man one-hitten. Seht ihr? Game over, du Rüpel! Was? Ich habe verloren? Nein, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, hier ist ein Computerterminal dort hinten. Hier ist eine Treppe. Und hier ist Siegfried.
Man benötigt 2 Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Gold, los, holen wir uns die Passwörter. Okay, gerne. So. Oh, der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Ein Level 1 Kapador nennst du stark? Pah. Vorher arbeitete ich für die Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Also gut, du verdammter Forscher, geh zurück zu deinen Forschungen, Martin. Boah, ich bin begeistert. Ein Smogon Level 22. 22, das müsst ihr euch mal vorstellen. 22er Smogon. Applaus. Welches mit Smog angreift? Hurra. So, Smogon, du hast ausgesmoggt. Jetzt wechsle ich mal Alpollo aus, weil wir haben es ja nur an erster Stelle gesetzt, um gegen die wilden Pokémon zu kämpfen. Ich glaube, ich sollte jetzt mal Iglaver ein bisschen, ja, trainieren. Damit ich Flammenrad lernt, wie ich es schon millionenmal gesagt habe. So, jetzt halt Glut. La 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 la. Und du hast ausgesmoggt. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, klar. Mir gehen langsam die Wörter aus, ne? Weil wir immer gegen dieselben Viecher kämpfen. Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers? Ja, genau. Schieb alles auf die Fehler. Gut, ja, ich wollte die Position tauschen. Nehmen wir mal Iglaver. Tausch mit Alpollo. Und Gyarados auf zweiter Stelle passt eigentlich. So. Hier ist eine Rocketin. Wenn ich groß bin, will ich Rocketin werden. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Ach Mensch, dann gehörst ja du gar nicht dazu. Woher sollst du es dann wissen? Ne? Die sieht irgendwie aus wie Jessie aus der TV-Serie. Egal. Ja, und sie hat auch dasselbe Pokémon wie Jessie. Hallo, Rettan. So, Zinedine-Zidane-Move. Bam. Ah, fast Monet-Kill. Schade, er muss noch mehr von Zinedine-Zidane lernen. Seinen Lehrmeister. Oh, scheiß Wickel, hör auf mich zu nerven, ey. Wickel ist nur eine Nervattacke in dieser Edition. In der ersten Generation war die Attacke Imba, wenn man sie mit einer Attacke kombiniert, die den Gegner seine Initiative senkt und dann nur noch Wickel einsetzt, dann hat man diesen Kampf schon fast gewonnen. Man kann dann so eine Rap-Taktik einsetzen. Haben wir auch im Team Rocket Let's Play häufig verwendet. Falls ihr die Taktik genau wissen wollt, schaut das Team Rocket Let's Play an. Jetzt mache ich hier schon wieder Werbung für meine Let's Plays. Egal. Hallo Duftlor. Oder du Flor. Du Flor. Ey du Flor, was geht? Er lockt mich mit seinem Duft an. Ach, so eine Imba-Attacke. Mein Fluchtwert sinkt, oh nein! Und du brennst jetzt. Tschüss, Duftlor. Duflor, meine ich. So, Level 28, jetzt hoffe ich, dass du Flammenrad lernst. Bitte. Immer noch kein Flammenrad. Langsam mache ich mir Sorgen. Okay, genug, ich verrate es dir. Yippie. Aber du weißt es doch nicht, weil du ein Schwächling bist, wie... egal. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmann-Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst 2 Passwörter. Ja, ich weiß. Deswegen suchen wir jetzt nach dem zweiten Passwort. Ich weiß es zwar schon in Real Life oder jetzt gerade, wie es heißt. Aber egal. Wir müssen trotzdem danach suchen, denn man kann es nicht eintippen. So, dann hier ein Eisheiler. Da drüben war eine Treppe, stimmt ja. Ja, holen wir uns hier noch diesen. Na, hier geht's ja noch weiter. Hier ist ein Forscher und hier ist ein weiterer Rocket.
kämpfen wir zunächst gegen den Forscher. Es ist mir egal, dass Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Dann muss ich dir Schmerzen zufügen, damit du es endlich kapierst, dass man Pokémon nicht Schmerzen zufügen kann. Ditto, cool. Also gut, Ditto, in was wollen wir dich denn verwandeln lassen? Du verwandelst dich mal in ein... Wohin genau? Ach, wie gut, dass wir ein Wohin genau bei uns haben. Ah, nein, das ist schlecht. Nein, mach's nicht. Ah, scheiße. Ach, shit, was machen wir jetzt? Egal, es kann uns nicht angreifen, sondern nur kontern. Wie können wir es denn jetzt angreifen? Ich würde sagen, Alpollo ist hier ganz gut. Ih, ein pinkes. Wohin genau? Ist er eklig. Jetzt können wir es nicht mal einschläfern, weil es durch Bodyguard geschützt wird. Ich zeig's euch mal schnell. Der Typ wird vom Bodyguard geschützt. Das ist der Effekt von Bodyguard. Hätten wir jetzt mit Spukball angegriffen, wäre unser Alpollo down, aber ich glaube, Spiegelcape funktioniert gegen Geister. Pokémon nicht. Vermute ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Ach, scheiß drauf. Nur 51 KP. Oh, na gut, die meisten kriegt wohin genau. Das wäre was gewesen, wenn wir wohin genau gegen wohin genau gekämpft hätten. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. So, hier ist ein weiterer Rocket. Was, Moment? Hiuk, 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 Hiuk. Ey, bist du Goofy oder was? Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Pah, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir das im Passwort für das Büro vom Boss. Wo sollst du ein Passwort wissen, dummer Rocket? Ja, so stelle ich mir einen typischen Rocket vor. Mit einem Radikal und mit einer dummen... Mit einem dummen Akzent. Also gut, dummer Rocket, wie wollen wir dich denn töten? Kopfnuss! Boah, wir haben den Part schon fast geschafft, ey. Na ja, gut, dann mache ich gleich Schluss. Ich stelle mich dann nur noch vor die Treppe hin. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Dann werden wir das Rocket Hauptquartier voraussichtlich fertig kriegen. Du bist gut. Das Passwort zum Büro des Bosses? Ich glaube, es lautet Radikalroute. Du glaubst es oder du weißt es? Oder wie soll sich ein Vollidiot wie du sich das merken? Egal. Ein X-Spezial. Zum Verkaufen gut. So. Was ist das nächste Item? Ein Protein. Aber wir können keine heutigen Items mehr tragen. Ah. Also gut, das schmeißt wieder weg. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt da zurückzulaufen. Wir haben hier noch ein Sonderbonbon. Und ein paar Trage-Items haben wir ja auch noch, stimmt ja. Zauberwasser. Wir haben doch einen Gyarados, ne? Warum geben wir Gyarados nicht das Zauberwasser? Ganz einfach. Jetzt haben wir ein Protein gefunden. Oder Protein, ich sag gerne jetzt Protein immer. Protein! Habe ich früher immer gesagt, wo ich Pokémon gespielt habe. Ich habe ein Protein gefunden. Erst ein paar Jahre später habe ich gemerkt, dass es Protein heißt. So. X-Bad. Komm, X-Bad braucht Angriff und Initiative allgemein. Okay, und jetzt werde ich den Part beenden. Und zwar stehe ich mich jetzt vor die Tür hin und dann geht's ja, im nächsten Part weiter, den ich heute auch noch hochladen werde. Also, dann bis gleich. Ciao.